Kolleginnen und Kollegen, ich rufe auf Tagesordnungspunkt 57, Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend 10 Jahre Sportland Hessen, Drucksache 19/5410 aus 19. Vereinbarte Redezeit sind 10 Minuten. Und als Erster spricht Kollege Klee für die CDU-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Es kommt eher selten vor, dass der Sport im Mittelpunkt einer Debatte im Hessischen Landtag steht. Dies ist der Tatsache geschuldet, dass wir in diesem Hause sportpolitische Fragen seit Jahrzehnten versuchen, mit Sachlichkeit und großer Gemeinsamkeit zu lösen. Ich kann mich erinnern, dass dies schon bei Ministern wie Herrn Klaus und Herrn Bögel so war, und diese Tradition ist fortgeführt worden. Gute Kontakte der Fraktionen zur Basis, vertrauensvolle Gespräche mit Vertretern der Verbände und dem Landessportbund im Kreise der Freunde des Sports und auch in der Frage von Finanzierung des Sports stand das gemeinsame Handeln meist im Vordergrund. Wir tragen Verantwortung dafür, dass die Strukturen, die sich im Sport gebildet haben, erhalten werden, sich weiterentwickeln und für die Menschen in unserem Land zukunftsfähig bleiben. Mir ist dabei völlig klar, dass wir dieses Ziel nicht ausschließlich mit Landesmitteln erreichen können. Aber unsere Fördermittel sollen die selbstverwaltete und gestaltende Sportkultur begleiten und unterstützen. Sport ist nicht ausschließlich Bundesliga-Fußball rund um die Uhr und ist auch nicht Fernsehvermarktung des Fußballs, um immer noch höhere Gehälter für völlig überteuerte Spiele einzubringen. Sport ist für unsere Bürger mehr. Sport ist Ausgleich vom Berufsleben. Sport ist für die eigene Gesundheit und Fitness etwas selbst zu tun. Sport ist dem Bewegungsdrang von Kindern und Jugendlichen Rechnung zu tragen und Gelegenheit zu geben. Sport ist Bewegung und körperliches Wohlbefinden, auch für Senioren. Die Frage sei erlaubt an dieser Stelle, ob alle Eltern im Sinne ihrer Kinder dieser Aufgabe ausreichend nachkommen. Und nicht nur von mir wird beobachtet, dass Kinder und Jugendliche, die sich falsch ernähren oder falsch ernährt werden und an Bewegungsmangel leiden, in unserer Gesellschaft vermehrt auf der Tagesordnung sind. Nicht alle, die Sport treiben, sind in Vereinen organisiert. Dementsprechend muss auch unser Blick auf die Freizeitanlagen nicht vereinsgebundener, an Bewegung Freude habender Mitbürger gerichtet sein. Die Politik lebt davon, Rückmeldungen ihrer Aktivitäten zu bekommen, ob das, was sie veranlasst, auch den Bedürfnissen und Anforderungen gerecht wird. Seismograf für die Rückmeldung, ich verwende das Wort Feedback nicht, ist der Landessportbund Hessen und die angeschlossenen Fachverbände. Wer an dieser Rückmeldung interessiert ist, hat die Gelegenheit, dies in der Landessportkonferenz oder noch besser beim Hauptausschuss des Landessportbundes zu erfahren. Beim letzten Hauptausschuss im Oktober dieses Jahres, nach dem Vortrag des Abteilungsleiters aus dem Ministerium, Herrn Münkner, wurde von allen Präsidiumsmitgliedern bei ihren jeweiligen Berichten große Übereinstimmung mit der Sportpolitik des Landes verspürt. Besonders wurde die enge Abstimmung zwischen dem Landessportbund und dem Ministerium gelobt. Bei diesen Berichten ist mir besonders lobenswert aufgefallen, dass die Aktivitäten der Sportjugend in Bezug auf Integration und sich kümmern um Flüchtlinge positiv zur Kenntnis gebracht worden ist. Ich will ausdrücklich betonen, dass die Rückmeldung für die Politik wichtig ist, auch wenn da hin und wieder auch einmal eine kritische Bemerkung Platz greift. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich hatte im Mai dieses Jahres die sportpolitischen Sprecher meiner Partei aus den Bundesländern hier in Wiesbaden zu Gast. Natürlich haben wir dort einen Meinungsaustausch geführt, der auch die Unterschiede in der Sportförderung deutlich zum Ausdruck gebracht hat. Ich konnte als Fazit aber feststellen,
dass wir mit unserem Mitteleinsatz und der Zusammenarbeit von Politik und Sport einen Spitzenplatz einnehmen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, der vorliegende Entschließungsantrag der Koalitionsfraktion stellt unter Beweis, dass das Land Hessen seiner Verpflichtung, den Sport in seinen vielseitigen Facetten zu unterstützen, in hervorragender Weise nachkommt. Der Antrag listet auf, welche Leistungen das Land in den letzten Jahren erbracht hat und auch bereit ist, weiter zu erbringen. Das Landesinvestitionsprogramm Sportland Hessen zur Sportstättensanierung, Modernisierung und Erweiterung von Sportanlagen war 2007 auf 2 Jahre begrenzt worden. Durch die unbefristete Fortschreibung bis heute und die weitere Fortführung mit jährlich 5 Millionen € im Doppelhaushalt 2018-2019 wird dieses Erfolgsmodell erhalten und fortgeführt. 1.747 Bewilligungen mit einem Gesamtvolumen von über 48 Millionen € sprechen für sich. In diesem Jahr wird der Sport mit einem Gesamtvolumen von über 44 Millionen € unterstützt. Noch nie wurde in den Vorjahren ein solcher Betrag erreicht. Die Sportförderung ist in Hessen auf die Vereine zugeschnitten. Neben dem Sonderprogramm fließen 9,4 Millionen € in den Sportstättenbau und die Sanierung von Sportlerheimen. Vereinseigener Sportstättenbau mit 1,8 Millionen €, das Programm Weiterführung der Vereinsarbeit mit 574.000 € und das Sonderprogramm Neubau und Erhaltssicherung von Sportstätten mit 2 Millionen € runden dieses Gesamtpaket ab. Alles ist passgenau auf die Bedürfnisse von Vereinen und Verbänden abgestimmt. Es ist sehr zu begrüßen, und die Reaktionen in der Öffentlichkeit sind ja auch sehr positiv, dass das Land nach dem erfolgreichen Hallenbäder-Investitionsprogramm HAI nun auch als Fortführung das Schwimmbadprogramm Investitions- und Modernisierungsprogramm SWIM verfolgt. Über 5 Jahre können somit insgesamt 50 Millionen € investiert werden. Es ist eine dringende Notwendigkeit, und das ist ja auch gestern in einer anderen Debatte zum Ausdruck gekommen, die Sanierung, Modernisierung und den Erhalt von Schwimmbädern zu unterstützen. Wer jährlich beim Jahresempfang der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft Hessen zu Gast ist, hört immer wieder die Aufforderung, alles zu tun, um die Wasserflächen zum Erlernen des Schwimmens zu erhalten. Der Auftrag an Bildungspolitik und Sportpolitik muss heißen, alle Kinder müssen nach dem Verlassen der Grundschule schwimmen können. Das Programm SWIM ist zur Unterstützung dieser Forderung die richtige Antwort. Ich will zum Thema Integrationskraft des Sportes ein paar Bemerkungen machen. Ich habe bereits in Reden als Alterspräsident dieses Hauses auf dieses Thema hingewiesen. Was hier Woche für Woche von Vereinen in Sachen Integration behinderter Menschen, in Sachen Kinder und Jugendlichen mit ausländischen Wurzeln und in Sachen junge Flüchtlinge geleistet wird, könnte der Staat weder ansatzweise personell leisten noch in irgendeiner Form bezahlen. Jeder Euro, der hier investiert wird, ist mehr als berechtigt. Die Einführung der Sportcoaches hat sich als segensreich erwiesen. Viele Städte und Gemeinden unseres Landes haben von dem Förderprogramm des Landes Sport und Flüchtlinge Gebrauch gemacht. Auch in den kommenden Jahren werden diese Aufgaben nicht kleiner und fordern unsere ganze Anstrengung. All dies ist ohne das Ehrenamt nicht leistbar. Die Bemühungen, um zuverlässige, mit Herzblut engagierte Ehrenamtler zu finden, ist in allen gesellschaftlichen Gruppen notwendig. Vereine, Verbände und Institutionen sind nicht mit ausschließlich Hauptamtlichen zu führen und vor allem nicht zu finanzieren. Darum gebührt denen, die diese Aufgabe teilweise täglich erfüllen und unverzichtbar sind, unser besonderer Dank. Unsere Gesellschaft braucht das Ehrenamt, sonst ist vieles nicht leistbar. Ich betone noch einmal, leisten wir als Landespolitik unseren Beitrag zum Erhalt und zur Weiterentwicklung der bestehenden Strukturen. Es ist für unsere Gesellschaft ein lohnenswerter und unverzichtbarer Einsatz. Ich bitte sehr um Zustimmung zu unserem Entschließungsantrag. Ich danke Ihnen.
Vielen Dank. Als nächstes spricht Kollege Greilich für die FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, lieber Herr Kollege Klee, ich glaube, nach dieser Rede kann man Ihnen bescheinigen, Sie, das, was wir eigentlich schon alle lange wissen. Sie sind ein engagierter Sportpolitiker, ein fachkundiger Sportpolitiker. Und sehr vieles, was Sie gesagt haben, findet meine uneingeschränkte Zustimmung. Bei der Bewertung der Leistungen der Landesregierung kann man das vielleicht das eine oder andere ein bisschen relativ, ein bisschen anders sehen. Aber prinzipiell sind wir uns einig, die Sportförderung in Hessen läuft nicht schlecht. Und da bleiben wir dabei. Auch Ihr Entschließungsantrag enthält durchaus zustimmungsfähige Aussagen. Ich will nur zitieren, Sie haben es auch schon erwähnt, Sportvereine leisten Hilfen bei der Integration von Flüchtlingen, und Sport wirkt insgesamt sozial integrierend, sowohl für Menschen mit verschiedener Herkunft als auch für Menschen aus unterschiedlichen sozialen und gesellschaftlichen Ausgangslagen. Der Sport bietet die Möglichkeit zur Eingliederung in ein soziales Umfeld und zum Anschluss an die Gesellschaft, indem er Menschen einfach zusammenbringt und das ehrenamtliche Engagement, insbesondere als Übungsleiter, wirkt entscheidend auch bei der Integration junger Zuwanderer. Das ist im Moment in der Tat das zentrale Thema, auch im Bereich des Sports. Und Sie haben berichtet aus den Diskussionen dazu, unter anderem in der Landessportkonferenz. Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Sport ist auch geeignet, das gegenseitige Verständnis von Menschen mit und ohne Behinderung zu stärken, Vorurteile abzubauen. Das sprechen Sie in Ihrem Antrag an. Diese Passage findet ebenfalls unsere Zustimmung. Und wir stellen mit Ihnen fest, dass die Verbesserung der sportlichen Infrastruktur Vereinsstrukturen stärkt, dass den Vereinen eine überragende Bedeutung zukommt im Bereich des Sports. Und die Gewinnung von Mitgliedern für ehrenamtliches Engagement ist eine der zentralen und eine der schwierigsten Aufgaben, eine Aufgabe, die immer schwieriger wird. Da müssen wir die Vereine weiter unterstützen. Und das geht nicht immer nur mit finanzieller Unterstützung, die ist wichtig, sondern da kommt es auch auf die Würdigung des Ehrenamtes an und darauf, dass daneben eine angemessene Unterstützung des sportlichen Engagements durch den Staat erfolgt. Ich muss aber auch feststellen, dass der Entschließungsantrag, den Sie vorgelegt haben, an einigen wesentlichen Stellen schweigt, indem er die Themen nicht anspricht. Wir sind uns einig, dass die gesundheitlichen Folgen, die aus dem Mangel an Bewegung und sportlicher Betätigung entstehen, massive gesundheitliche Folgen haben kann, dass das gerade bei Kindern und Jugendlichen geeignet ist, die motorische Entwicklung von Beginn an nicht zu fördern, sondern zu behindern. Deswegen müssen wir die motorische Entwicklung entsprechend fördern. Aber, meine Damen und Herren, wir sind es ja schon gewohnt, dass hier in Hessen nicht ausreichend was passiert. Ich freue mich, dass der Kultusminister wieder gesundet ist. Ich hoffe, vollständig und nachhaltig. Aber es ist umso bedauerlicher, dass kaum ein Tag vergeht, an dem diese Landesregierung nicht zugeben muss, dass wieder einmal irgendwo nicht ausreichend Lehrkräfte vorhanden sind. Also, Kollege Schwarz, es kann doch einfach nicht sein, und da sollten wir uns einig sein, dass jede vierte Sportstunde in Hessen ausfällt, dass jede vierte Sportstunde ausfällt. Und vor allem, Herr Kollege Schwarz, dass es gerade wieder die Kleinsten trifft, dass insbesondere an den Grundschulen der Sportunterricht nicht so gegeben werden kann, wie das notwendig ist. Wäre. Auch das ist ein lange erkennbarer Mangel, den Sie offensichtlich nicht rechtzeitig wahrgenommen haben und die notwendigen Maßnahmen nicht auf den Weg brachten. Diese Vorgehensweise allerdings, das muss man konstatieren, ist ja natürlich typisch für diese Landesregierung und für diese Koalition. Die Probleme werden nicht benannt, sie werden nicht gelöst. Stattdessen versucht man, mit Jubelanträgen hier im Parlament von der tatsächlichen Situation abzulenken. So ist es letztlich leider auch hier wieder. CDU und GRÜNE bejubeln sich, versuchen auch in der Sportpolitik über die Probleme im Land hinwegzutäuschen. Mit keinem Wort befasst sich Schwarz-Grün mit der Tatsache, dass die dritte Sportstunde, die vorgesehen ist, an unseren Schulen fast nirgends gehalten wird. Klassische Beschwerde, insbesondere aus dem Bereich
der Sportkreise und der Sportverbände. Das ist ein wesentlicher Punkt. Jede vierte Sportstunde fällt aus. Die dritte Sportstunde, die vorgeschrieben ist, wird im Wesentlichen nicht gehalten. Und woran liegt es? In Hessen fehlt es an Lehrkräften auch für den Sportunterricht. Und es hapert bei der Bereitstellung von Sporthallen. Das will ich in dem Zusammenhang durchaus auch erwähnen. Hier sind die Kommunen in der Pflicht, die Aufgaben als Schulträger zu erfüllen. Aber auch das Land muss die Kommunen bei der Erfüllung dieser Aufgabe unterstützen. Solange sie das nicht in ausreichendem Umfang tun, wird das Problem auf dem Rücken der Schülerinnen und Schüler ausgetragen. Ich wiederhole die Feststellung, weil man das nicht oft genug sagen kann, dass der Mangel an Bewegung und sportlicher Betätigung gerade bei Kindern und Jugendlichen massive gesundheitliche Folgen hat und wir deshalb eben, auch das habe ich schon gesagt, die motorische Entwicklung von Beginn an fördern müssen. Wir fordern deshalb, dass die Landesregierung jetzt schnellstmöglich reagiert und gemeinsam mit den Schulträgern Maßnahmen ergriffen werden, um diese unhaltbaren Zustände zu ändern. Ich musste mich mit dem Kultusminister befassen, aber Sportminister ist ja gleichzeitig auch der Verfassungsminister des Landes Hessen. Deswegen appelliere ich, dass die Landesregierung ihrer in der hessischen Verfassung verankerten Pflicht zur Pflege des Sports nachkommen sollte, statt das Parlament mit überflüssigen und lückenhaften Jubelanträgen zu befassen. Meine sehr geehrten Damen und Herren von der Koalition, hören Sie endlich auf mit Ihren Jubelarien, die keiner mehr hören will. Machen Sie stattdessen Ihre Hausaufgaben, versorgen Sie die Schulen mit ausreichend Sportlehrern und unterstützen Sie die Kommunen beim Ausbau von Sporthallen. Vielen Dank. Als Nächste spricht Kollegin Faulhaber für die Fraktion DIE LINKE. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Ich weiß jetzt nicht, warum Sie so gestöhnt haben, aber der Herr Greilich hat recht. Sie behandeln heute wieder einmal einen Jubelantrag der schwarz-grünen Regierungskoalition, diesmal mit dem Titel 10 Jahre Sportland Hessen. In diesem Antrag führen Sie an, dass Sie den Sport fördern, Programme auflegen und ganz allgemein, dass Sport eben wichtig ist und Sportvereine wichtig sind. Aber liest man den Antrag, könnte man meinen, dass irgendjemand entdeckt hätte, dass der Sport in dieser Legislaturperiode bisher zu kurz gekommen wäre. Und das stimmt ja auch. Der Herr Klee hat es ja sogar bestätigt. Mit Ausnahme einer Aktuellen Stunde der CDU im Jahr 2015 stand nämlich von schwarz-grüner Seite noch kein sportpolitisches Thema auf der Tagesordnung, obwohl hierzu ja genug Anlass bestanden hätte und auch noch weiterhin genug Anlass besteht. Weil ganz so rosig, wie Sie die Sportpolitik der Landesregierung in diesem Antrag darstellen, ist sie nämlich bei weitem nicht. Also entschuldigen Sie mal, das ist unsere Angelegenheit, wer dazu spricht, oder? Der Herr Schaus ist krank, jetzt bin ich der Herr Schaus. Daher können wir in unserem Jubelantrag auch nicht Daher können wir uns Ihrem Jubelantrag auch nicht anschließen. Ähnlich wie in vielen anderen Bereichen, also z.B. Wohnungsbau oder Inklusion, oder da fallen einem ja noch mehr ein, ist Ihr sportpolitisches Engagement halbherzig, meine Damen und Herren. Gefördert muss vor allem werden der Breitensport. Und Ihre Förderungen reichen trotz Erhöhung bei Weitem nicht aus, um auszugleichen, was in den vergangenen Jahrzehnten durch Kürzungen verloren wurde. Vor allem auch bei den klammen Kommunen wurde gekürzt. Und dort wurde auch vor allem wieder im Breitensport gekürzt. Und wenn Sie uns nicht glauben, dann hören Sie auf den Deutschen Olympischen Sportbund. Der führt auf, dass die Sportstätten einen hohen Investitionsbedarf haben. Bundesweit wird der kommunale Investitionsbedarf bis 2020 auf 704 Milliarden € geschätzt. Auf der Liste der dringend notwendigen Investitionen belegen dort die Sportstätten Platz 6. Ihre im Antrag genannten Fördersummen zur Sportstättenversorgung und zum Sportstättenbau reichen also nicht.
und es bräuchte hier deutlich größere Anstrengungen. Daher werden wir Ihnen in der laufenden Haushaltsdebatte auch ein Sportstätteninvestitionsprogramm mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 25 Millionen € pro Jahr vorlegen, damit wenigstens ein wenig Bewegung in die Sanierung und Modernisierung kommt. Ebenfalls schlecht aufgestellt zeigt sich Hessen bei Schwimmbädern. Ich rede hier nicht von den sogenannten Freizeit- oder Spaßbädern, sondern von den Hallenbädern, die für den Schul- und Freizeitsport geeignet sind. Wir haben dazu zweimal eine Aktuelle Stunde unter der Überschrift SOS Seepferdchen in Not einberufen, in der wir auf die schlechte Lage der hessischen Hallenbäder hingewiesen haben. 2014 hatte der DLRG Landesverband Hessen darauf aufmerksam gemacht, dass die Zahl der geschlossenen oder akut gefährdeten Schwimmbäder immens gestiegen ist. Eine ganz konkrete Auswirkung dieser Reduzierung war die sinkende Zahl an Schwimmprüfungen, die sich innerhalb von 12 Jahren fast halbiert hat. Im September vergangenen Jahres wiederholte der DLRG seine Warnungen, nachdem in Hessen gegenüber Anfang 2014 die Zahl der geschlossenen Schwimmbäder von 37 auf 44 erneut angestiegen ist. Und was ist Ihre Antwort? Und was war gestern Ihre Antwort? Sie bestreiten diese Zahlen des DLG. Gestern sprachen Sie von einem geschlossenen Schwimmbad. Und Sie legen erneut Investitions- und Modernisierungsprogramme auf, das weder in seiner Summe noch in seiner Stoßrichtung das Schwimmbadsterben in Hessen aufhalten kann. Obwohl Sie in Punkt 5 Ihres Antrags immerhin das Hauptproblem benennen, bieten Sie keine Lösungsmöglichkeiten an, wie Sie Schwimmbadbetreibern bei den laufenden Betriebskosten helfen könnten. So wichtig die energetische Sanierung auch ist, sie wird nicht zu einer spürbaren Entlastung führen, wie Sie es sich vielleicht erhoffen. Meine Damen und Herren, wer eine ausreichende und flächendeckende Versorgung mit Schwimmbädern oder anderen Sportstätten haben will, der muss die Kommunen auch in die Lage versetzen, dies finanziell zu leisten. Unter dem finanziellen Druck ausgeglichener Haushalte sind vor allem defizitär arbeitende Schwimmbäder für viele Kommunen schlicht nicht finanzierbar. Das gilt auch für Sportplätze, z. B. aus meinem Kreis, sage ich mal ein Beispiel, Nittertal. Auf hohem Niveau wird dort Leichtathletik betrieben. Der Platz ist so grottig, dass er eine Gefahr für die Sportler darstellt. Zum Sportunterricht und dem Schwimmunterricht an den Schulen hat Herr Greilich schon Richtiges ausgeführt. Das muss ich jetzt nicht hier noch einmal machen. Aber das wird deutlich. Ihr Jubelantrag bietet keine Lösungen an, wie Sie die Situation vor allem des Breitensports verbessern wollen. Da müssen Sie die Investitionen in den Breitensport schon nachhaltig erhöhen, dem Sportunterricht mehr Aufmerksamkeit schenken, und die Kommunen brauchen eine entsprechende finanzielle Ausstattung. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Rudolph für die SPD-Fraktion. Das sind keine Turnschuhe, da immer mit. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Fast 28 Millionen Menschen bundesweit organisieren sich in rund 90.000 Sportvereinen. Damit ist der Sport die größte zivilgesellschaftliche Organisation in der Bundesrepublik Deutschland. Ehrenamtliches Engagement hat eine hohe Bedeutung und ist ein wichtiger Bestandteil unserer Gesellschaft. Dies gilt allerdings nicht nur für den Sport, sondern auch für die vielen anderen Menschen, die sich in diesen zivilgesellschaftlichen Organisationen engagieren. Dies ist etwa kein Ersatz für fehlende öffentliche Aufgabenerfüllung, sondern sie ist eine wesentliche Säule unserer Demokratie und die Grundlage für Lebensqualität und über die staatliche Absicherung der Daseinsvorsorge hinaus, meine sehr verehrten Damen und Herren. Weil das in Ihrem Antrag mir zu kurz kommt, Sport und Ehrenamt, ja, das gehört zusammen, aber es gibt Ehrenamt, ist breiter aufgestellt. Und ich will das, was Kollege Klee an einer Stelle gesagt hat, ausdrücklich unterstützen, als es darum ging, vielen Menschen, die nach Deutschland kamen,
die ersten Schritte zu erleichtern, ihnen zu helfen. Den vielen Flüchtlingen waren es gerade die vielen Ehrenamtlichen aus dem Sport, die die Hand gereicht haben, auch bei den Dingen des täglichen Lebens. Und Sport hat eine enorme Integrationskraft in all den Jahrzehnten bewiesen. Aber ich finde, in den letzten zwei Jahren ist es dem Sport in herausragender Weise gelungen, mit vielen anderen Ehrenamtlichen, dass die Menschen, die vor Hunger, Terror und Not geflohen sind in Deutschland, die ersten Anlaufstellen hatten. Und dafür, glaube ich, können wir gemeinsam nur Dank sagen und zu Recht darauf stolz sein, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und ich gebe es zu, ich kritisiere jetzt an der einen oder anderen Stelle Schwarz-Grün. Ich weiß, das ist gewissermaßen Majestätsbeleidigung. Ich mache es trotzdem. Meine Damen und Herren, Sport und Ehrenamt brauchen Rahmenbedingungen. Das ist eben schon thematisiert worden. Dafür sind überwiegend die Kommunen zuständig. Denn der überwiegende Teil der Aktivitäten in unseren Vereinen, den Sportvereinen, findet in den Kommunen statt, die etwa 80% auch der Kosten dafür steuern müssen. Es gibt eine Zahl, die hat mal davon gesprochen, die ist allerdings schon zwei, drei Jahre alt, dass etwa 4 Milliarden € dafür aufzuwenden sind. Nun steht Sport nicht durchaus jeden Tag im Fokus. Das ist so, außer wenn man über Profisport redet, irgendein Trainer mal wieder entlassen wird, irgendein Fußballspieler Muskelfaserriss oder Ähnliches hat und dann wieder schnell gesund gespritzt wird, damit er am übernächsten Sonntag spielt und wenn er dann die Karriere beendet hat, nicht mehr laufen kann. Aber das ist eine andere Geschichte. Darüber haben wir hier heute nicht zu befinden. Die letzte Regierungserklärung gab es übrigens im Jahr 2013, damals von dem damaligen Innenminister Beuth. Meine sehr verehrten Damen und Herren, auch damals, ich habe mir die Reden angeschaut, war das Thema Finanzausstattung der Kommunen, die die Hauptarbeit zu leisten hat, ein wichtiges Thema. Nun ist dieser Jubelantrag, das ist völlig legitim, tu Gutes und sprich darüber und lob dich selber, selbst wenn das nicht alles so stimmt, das ist völlig legitim in der Demokratie. Sehen Sie, Herr Frömmrich, genau, ich bin Ihnen so dankbar für den Zwischenruf an der Stelle, weil Sie vorhin ja auch gesagt haben, wo sind Ihre Anträge. Dass der Vorteil Ihnen gegenüber ist, man muss Ihre alten Reden nur lesen, damit man Ihnen nachweisen kann, dass Sie immer das Gegenteil von dem machen, was Ihnen gerade mal in den Kram passt und behaupten. Und deswegen, Herr Frömmrich, halten Sie sich da zurück. Meine Damen und Herren, Sport ist in der Verfassung in Hessen verankert. Wir haben eine Debatte, Herr Beuth, die haben Sie unsinnigerweise angetreten. Sport ist als Staatsziel in der hessischen Verfassung verankert. Da haben Sie sich als Innenminister am Anfang hingestellt, ja, das ist ja eine freiwillige Aufgabe und keine Pflichtaufgabe. Und deswegen ist das nicht ganz so ernst zu nehmen. Meine Damen und Herren, was ist das für ein Unsinn? Wenn ich etwas in der hessischen Verfassung verankere, hat das einen besonderen Wert. Wir diskutieren es jetzt übrigens auch wieder darum geht, was ein Staatsziel heißt. Und dann sagen Sie, meine Damen und Herren, das sagen Sie, das ist alles eine freiwillige Aufgabe, und dann sollen die Kommunen sehen, wie sie das finanzieren. Ja, Infrastruktur. Da reden wir über Sportstättenbau, da reden wir aber über Sport- und Hallenbäder. Und der Kollege Reul, er sitzt dahin. Herr Kollege Reul, weil Sie sich gestern so nett auch angesprochen haben, seit 1999 wäre ein Hallenbad geschlossen worden. Und haben wir Sie gestern schon damit überführt, dass, um es freundlich zu formulieren, weil ich finde, Sport hat auch etwas Freundliches, Vermittelndes. Also, ich könnte auch etwas anderes sagen, aber Sport. Ein Sport- oder Hallenbad sei geschlossen worden. Wir haben Zahlen, dass zwischen 46 und 80 Hallenbädern in Hessen in den letzten Jahren geschlossen wurden. Jetzt sagt das Innenministerium auf eine Anfrage, wir können das nicht ermitteln. Gut, wir haben auch keine aktuellen Bevölkerungszahlen für die Landtagswahl. Also, die sind auch ein bisschen älter. Insofern ist das eher so, ein generelles Problem, Herr Busser. Vielleicht können Sie mal dem Minister helfen, wie man aktuelle Zahlen dahin bringt. Da sind Sie ja sonst auch nicht so kleinlich. Und, meine Damen und Herren, weil eben der Kollege Frömmrich sagte, wo sind denn Ihre Haushaltsanträge gewesen in Richtung Grüne? Wir haben vor Jahr zu den Haushaltsberatungen 20 Millionen € beantragt als Programm für Sanierung von Sportstätten und Hallenbädern. Das haben Sie in bewährter schwarz-grüner Manier abgelehnt. Was damals richtig falsch war, soll heute richtig sein mit Ihrem 50 Millionen € Programm. Meine sehr verehrten Damen und Herren, da kommt man fast auf den Gedanken, es sei Heuchelei. Ja, das sind 50 Millionen, sind mehr als 20, aber der Inhalt bleibt ja trotzdem richtig, Herr Kollege. Kollege Rudolph, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Quanz? Sie waren nicht abgestimmt, aber bitte. War wirklich nicht abgestimmt, ich kann das bestätigen. Herr Rudolph, Sie haben das eben angesprochen, das Staatsziel Sport. Können Sie sich vorstellen, dass der Landesrechnungshof in einer vergleichenden Prüfung den Werra-Meißner-Kreis festlegen will, dass wir Hallenbenutzungsgebühren von den Vereinen nehmen sollen? Ich kann mir aber nicht teile an der Stelle, weil wenn es Verfassungsrang hat, dann muss der Staat auch für die Finanzierung sorgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, sonst macht ein Verfassungsziel keinen Sinn. Und wenn ich über Rahmenbedingungen spreche, Herr Innenminister Beuth, die Stadt Spangenberg in meinem schönen Wahlkreis Schwalm-Eder 7
will 10.000 € dem Schützenverein geben zur Sanierung des Daches. Die Stadt Spangenberg steht unter dem Schutzschirm. Ergebnis der Kommunalaufsicht RP wird abgelehnt. Deswegen, wenn Sie in Sonntagsreden sagen, Ehrenamt ist wichtig und eine Kommune noch nicht einmal 10.000 € für die Sanierung eines Sportdaches geben kann am Schützenhaus, dann passen Worte und Taten nicht zusammen. Und das gehört auch zur Redlichkeit, hier zu sagen. Ich könnte auch darüber reden, wie unsinnig manche Auslegungen der Behörden sind. Kanufahren an der Nitta, Herr Kollege Klee, Sie kennen den Fall, wo der Naturschutz gewährleistet werden kann. Ich finde trotzdem, Kanufahren möglich ist. Das ist eine Sportart, die ist wirklich umweltfreundlich, aber aus bürokratischen Dingen, insbesondere des Umweltministeriums, wurde es abgelehnt. Auch das sind ehrenamtlich Tätige, meine Damen und Herren. Worte und Taten dürfen nicht nur auseinanderklaffen. Auch das, um deutlich zu sagen. Ein Punkt, Schulsport. Herr Kultusminister, Sie sind nicht anwesend, lassen Sie sich übermitteln. Kollege Quanz und ich haben am 22. August vor drei Monaten eine kleine Anfrage Situation des Sports an hessischen Schulen, Drucksache 5180, gestellt. Nach drei Monaten liegt die Antwort noch nicht vor. Gut, mit den Zahlen haben es möglicherweise andere auch nicht so mit den aktuellen, das hatten wir eben erörtert. Aber das, was jetzt schon öffentlich ist, dass von den 22.700 vorgesehenen Schulsportstunden in Hessen im Schuljahr 15/16 über 5.700 jede vierte Schulstunde ausgefallen ist. Das liegt daran, dass Sportlehrer fehlen, dass Hallenkapazitäten fehlen. Und das hat irgendwas auch damit zu tun, dass man offensichtlich die politischen Schwerpunkte in diesem Land nicht richtig gesetzt hat, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir wollen uns als SPD für eine deutlich verbesserte Zusammenarbeit von Schulen und Sportvereinen einsetzen und die nötigen Voraussetzungen für erfolgreiche Kooperationen von Schulen und Vereinen in richtigen Ganztagsschulen schaffen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ehrenamtliche brauchen übrigens auch Unterstützung, wenn es darum geht, weniger Bürokratie zu machen. In vielen Rückmeldungen bei Gesprächen, das fängt bei den Steuererklärungen, das geht über juristische Dinge, wenn man mal eine Eintragung im Vereinsregister ändern will, da fragen Sie einmal Vereinsvertreter, und zwar unabhängig, wen Sie da haben. Das ist desaströs. Viele Ehrenamtliche sagen, neben der beruflichen Belastung schaffe ich den Papierkram nicht. Hier wären endlich einmal Entlastungsschritte richtig. Aber damit es nicht heißt, Kollege Rudolph hier würde nur sagen, das ist alles falsch, Herr Innenminister, ich will Sie ausdrücklich loben, keine Angst, das ist auch so gemeint. Sie haben in der Zeitung vor wenigen Tagen gesagt, dass klare Kante gegen Gewalt in hessischen Sportstadien notwendig ist. Ich teile das ausdrücklich. Ich teile nicht die Kritik des DFB-Präsidenten daran. Randalierer, Krawallmacher und gewaltbereite Personen haben in unseren Sportstätten nichts zu suchen. Sie wollen damit vielen Ehrenamtlichen den Besuch einer Sportstätte vermiesen. Und deswegen zeigen Sie klare Kante und bleiben Sie bei dieser Haltung, was wir ausdrücklich unterstützen. Ich wünsche mir allerdings in diesem Punkt auch, dass Sie deutlich machen, dass die Vereine sich auch an den Kosten für den Einsatz von Polizeikräften rund um große Sportveranstaltungen beteiligen. Ich gehe nicht auf die verfassungsrechtliche Thematik Abgrenzung Versammlungsrecht. Das ist klar. Rechtlich ist das durchaus kompliziert. Aber man kann auch Vereine auf freiwilliger Basis oder mit vertraglichen Verträgen dahin bringen. Weil was da für Unsummen gezahlt werden im Laufe der Jahre, das ist nicht nachvollziehbar. Wir bezahlen als Staat die Überstunden der Polizeibeamten und Ähnliches. Und deswegen sehen wir hier dringenden Handlungsbedarf. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sport in Hessen ist notwendig und wichtig. Sport ist ein wichtiger Bestandteil unserer Gesellschaft. Und Aufgabe der politisch Verantwortlichen, also auch des Gesetzgebers, ist es dafür, die Rahmenbedingungen zu gestalten, dass der Sport in den Vereinen, aber darüber hinaus gestaltet werden kann. Den vielen Ehrenamtlichen, die eine wichtige Säule unserer sozialen Demokratie darstellen, muss dabei dieser Rahmen ermöglicht werden. Und deswegen, meine Damen und Herren, brauchen wir jetzt keine salbungsvollen Anträge, die alles gutreden, sondern gemeinsam daran arbeiten. Sport darf Spaß machen. Sport ist ein integraler Bestandteil dieser sozialen Demokratie. Aber wir müssen noch deutlich mehr tun. Geld ist manches, aber Geld ist nicht alles. Vielen Dank. Danke, Herr Rudolph. Für BÜNDNIS 90 die GRÜNEN erteile ich Frau Goldbach das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Zwei Drittel der Hessinnen und Hessen treiben Sport, bekanntermaßen. Vielleicht sind es auch noch mehr. Und sie tun das unter anderem in über 7.600 Sportvereinen. Und das ist eine gewaltige Zahl hier in Hessen.
Viele sind auch noch aktiv, nicht selbst, indem sie sich bewegen, selbst Sport treiben, sondern sie sind eben, wir haben es heute schon öfter gehört, im Ehrenamt tätig und tragen diesen Vereinssport, indem sie in ihrer Freizeit sich um andere kümmern, um Kinder, um Flüchtlinge, um andere Erwachsene, sich dort engagieren. Und das ist eine großartige Leistung hier in Hessen. Ich glaube, es ist unstrittig, Bewegung ist gesund, Bewegung macht Spaß. Wir erleben auch, dass manche Sportarten wieder eine Renaissance erleben. Das Wandern ist wieder in. Das galt lange mal als etwas verstaubt und nur etwas für Ältere. Aber auch die junge Generation entdeckt wieder diese sehr schöne Sportart, die uns in die Natur führt und eine günstige Sportart ist und die vor allem dieses Verhältnis von Mensch und Natur wieder enger macht, da eine Verbundenheit herstellt, die für unsere Gesellschaft sehr wichtig ist. Eine der beliebtesten Sportarten ist natürlich Fußball. Da muss man drüber reden. Eine Sache ist der Spitzensport Fußball. Also, wenn ich samstags, sonntags Radio höre und dann kommen permanent nur Meldungen über irgendwelche Fußballspiele, muss ich sagen, bin ich manchmal nicht so ganz erfreut. Aber Fußball auf der Ebene der Kommunen, der Vereine, ist wirklich eine tolle Sache. Also, die Fußballvereine haben eine ungeheure integrative Kraft. Nicht erst seit so viele Flüchtlinge hierher gekommen sind, sondern schon immer. Weil das ist ein erstaunliches Phänomen. In diesen Vereinen sind Menschen, die spielen dort zusammen, die ansonsten kaum Berührungspunkte haben, aus unterschiedlichen Berufsgruppen, Gesellschaftsschichten, unterschiedlichen Herkunftsländern. Und diese integrative Kraft, die hat sich noch einmal viel mehr gezeigt 2015 und 2016 in unseren Fußballvereinen und anderen Sportvereinen in Hessen. Und das hat ganz wesentlich dort dieses Engagement der Ehrenamtlichen, dass die Menschen dort zusammengekommen sind, zur Integration der Flüchtlinge hier in Hessen beigetragen. Das Land Hessen unterstützt den Sport. Der Sport ist auch ein Staatsziel, das ist richtig. Herr Rudolph hat das eben erwähnt. Wir hatten im Rahmen der KFA-Debatten, also als es um die Finanzierung der hessischen Kommunen ging, lange Debatten darüber, ob das nun eine Pflicht oder eine freiwillige Aufgabe ist. Aber die Kommunalen haben selbst oft gesagt, wenn das eine Pflichtaufgabe wäre, so müssten wir in diesem Bereich Mindeststandards erfüllen. Es geht ja eben darum, dass das keine Pflichtaufgabe ist, die die Kommunen erfüllen müssen, sondern es geht darum, dass wir sagen, Sport ist ein so wichtiges, förderungswürdiges Ziel auf allen Ebenen, gesellschaftlich und politisch, dass es in unserer Verfassung steht. Daraus folgt aber keine Konnexität. Das ist falsch. Wir sagen hier in Hessen, die Regierung und die sie tragenden Koalitionen, wir sehen, wie wichtig Sport ist, wir unterstützen das und wir fördern den Sport in Hessen auf ganz vielen Ebenen. Und das möchte ich kurz einmal erläutern. 2007 kam der Beschluss, das Sonderinvestitionsprogramm Sportland Hessen einzurichten. Und in diesem Zeitraum, in 10 Jahren, wurden 1.632 Landeszuwendungen gewährt. Und die Gesamtbewilligungssumme waren 45 Millionen €. In 2017 alleine, und da verstehe ich Frau Faulhaber nicht, wenn sie sagt, es wird hier nichts gemacht in diesem Jahr, wurden bereits 85 Bewilligungen mit einer Gesamtsumme von mehr als 2 Millionen € ausgesprochen. Und auch für den Doppelhaushalt 2018-2019 sind wiederum 5 Millionen € in jedem Jahr für die Sportstättenförderung eingeplant. Wir haben da gewaltige Summen, die in den Sport investiert werden, womit wir den Sport fördern. Aber ich möchte noch einmal darauf eingehen, was wir dort konkret eigentlich fördern. Es geht um die Vereine, um die ehrenamtliche Tätigkeit. Es geht ganz viel um die Sportstätten. Und es geht noch einmal um verschiedene Bereiche wie den Leistungssport, den wir auch hier in Hessen fördern, Jugend-, Breiten- und Gesundheitssport und eben das große Thema Integration, wie eben schon einmal erläutert. Noch einmal ein paar Worte zu den Sportstätten und insbesondere den Schwimmbädern. Die Sportstätten sind in ganz unterschiedlichem Eigentum oder Betreiberschaft. Manche gehören den Gemeinden, manche sind den Schulträgerkommunen. Es gibt auch Vereine, die Sportstätten haben. Das kommt aber eher weniger selten vor.
Und die Frage ist doch jetzt, wer nutzt sie und wer trägt die Kosten? Und das muss zuallererst einmal auf kommunaler Ebene vereinbart werden. Also, wenn beispielsweise der Schulträger, ein Kreis, eine Sporthalle nutzt, die der Gemeinde gehört, dann muss es natürlich ein Entgelt dafür geben. Umgekehrt, wenn der Schulträger, der Kreis, eine Sporthalle hat, unterhält, reinigt, instand setzt, Betriebskosten zahlt und ein Verein nutzt sie, dann muss man doch die Frage stellen dürfen. Und genau das hat der Rechnungshof einmal gefragt. Wer trägt dann eigentlich die Kosten? Und das ist eben eine Vereinbarung dann zwischen dem Verein, der Gemeinde, in dem der Verein ansässig ist, und der Schulträgerkommune, der diese Halle gehört. Dort auf dieser Ebene müssen da auch Vereinbarungen getroffen werden darüber, wie die Kosten gleichmäßig verteilt werden. Das gehört eben auch dazu. Dann kam noch einmal das Thema Schwimmbäder. Schwimmen ist ohne Frage, ich glaube, da sind wir uns alle eigentlich absolut wichtig. Jedes Kind muss schwimmen lernen. Deswegen steht das in Hessen auch auf dem Lehrplan und mit dem Ziel, dass nach der 4. Klasse jedes Kind schwimmen kann und das Schwimmabzeichen in Bronze gemacht hat. Das ist gut und richtig so. So. Schwimmbäder. Schwimmbad ist nicht gleich Schwimmbad. Sind in Hessen sehr unterschiedlich. Wir haben einmal die Freibäder. Wir haben auch Schwimmseen. Wir haben seit einigen Jahren auch Biotope, Badebiotope. Wir haben aber vor allem auch Hallenbäder. Und wir haben den großen Bereich der Erlebnis- oder Funbäder. Und wenn wir jetzt darüber reden, können die Kommunen diese Kosten tragen, dann muss man zuerst einmal sagen, nicht die Kommunen alleine betreiben diese Bäder. Das ist ganz unterschiedlich. Manche in Zweckverbänden mehrerer Kommunen, manche werden privat betrieben, manchmal sind es die Stadtwerke, manchmal ist es tatsächlich die Kommune selbst. Und da muss man noch einmal schauen, wie sind denn eigentlich die Kosten? Es geht ja immer gerade um die Unterhaltungskosten für die Schwimmbäder. Das Badebiotop ist am günstigsten. Das kostet nicht viel, weil das muss man nicht heizen, da braucht man auch keine Reinigungsanlage und kein Chlor, ist klar. Dann kommen die Freibäder. Das geht auch noch. Inzwischen werden viele auch mit Solaranlagen geheizt. Das Problem sind die Hallenbäder und eben diese Thermalbäder und Erlebnisbäder. Da sind die Kosten relativ hoch. Klar. Wir haben da eben auch noch einen Stand, energetischen Stand, der noch lange nicht auf dem Niveau ist, was wir uns wünschen würden. Da ist noch viel zu tun. Aber das ist ja auch eine gute Nachricht. Da kann man eben noch viel tun. Also sagt das Land jetzt, wir wollen die Sanierung von Schwimmbädern, Hallen und Freibädern weiter unterstützen. Und deswegen haben wir ein Sonderprogramm aufgelegt. Wir wollen die Kommunen in die Lage versetzen, wenn sie Betreiber sind oder auch kommunale Vereine, eben ihre Schwimmbäder zu sanieren, damit langfristig die Betriebskosten zu senken. Der CO2-Ausstoß sinkt damit auch noch. Und deswegen haben wir das neue Landesprogramm SWIM und werden fünfmal in 5 Jahren hintereinander je 10 Millionen Euro eben genau für diesen Bereich Freibäder und Hallenbäder im Landeshaushalt einplanen und an die Kommunen nach Beantragung zahlen. Ich finde es gut, dass heute dieser Antrag zu Sport auf der Tagesordnung steht. Klar können wir uns öfter darüber unterhalten, aber dann müssten Sie sich mal Gedanken darüber machen oder sich erst einmal einig werden. Also wollen Sie jetzt öfter über Sport reden oder sagen Sie, wir sollen keine Jubelanträge bringen? Wenn wir über Sport reden, dann reden wir natürlich auch, darüber, was die Landesregierung und die sie tragende Fraktion tun, um den Sport in Hessen zu unterstützen und zu fördern. Und da gibt es zum Glück eine Menge dazu zu sagen. Deswegen, ich kann es Ihnen nicht ersparen, wenn wir über Sport reden, reden wir auch über Sportförderung. Ich danke Ihnen. Danke, Frau Goldbach. Für die Landesregierung spricht Staatsminister Beuth. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Man muss ja schon zugeben, für eine normale Debatte im Hessischen Landtag waren sozusagen die Auseinandersetzungen hier einigermaßen moderat. Das muss man sozusagen zumindest mal schon mal vorneweg sagen. Aber ich sage Ihnen leider auch, die Chance,
die Chance, dass wir hier große Einigkeit gegenüber dem Sport zeigen, die ist leider vertan worden. Das möchte ich hier auch einmal deutlich machen. Leider vertan worden. Das klappt immer nur, wenn Förderbescheide bei den Vereinen vor Ort übergeben werden. Dann sind wir immer ganz eng und ganz einig. Aber hier in dieser Debatte einmal zu erklären und zu sagen, das, was wir hier in Hessen im Sport leisten, und jetzt einmal völlig wurscht, sozusagen, wer am Ende die politische Verantwortung dafür trägt. Da muss man ja schon sagen, Herr Kollege Greilich, Sie haben ja dieses Programm selbst mit aus der Taufe gehoben. Da waren Sie damals sozusagen zumindest einmal in einigen Jahren mit beteiligt. Warum kann man nicht hier im Hessischen Landtag an einer solchen Stelle einmal erklären, wir sind erstens dem Sport dankbar, und wir danken dem Sport es mit einer ausgezeichneten Förderung. Das hätten wir hier einmal gemeinsam erklären können. Es läuft nicht schlecht, hat der Kollege Greilich gesagt. Herr Kollege Greilich hat gesagt, meine Damen und Herren, es läuft nicht schlecht in Hessen. Meine Damen und Herren, es reicht die Zeit gar nicht, um hier aufzuzählen, was alles einzigartig ist hier in Hessen gegenüber dem Sport. Einzigartig. Dieses Sportlandprogramm, was hier der Anlass für die Debatte ist, dieses Sportlandprogramm ist einzigartig in der Bundesrepublik Deutschland. Wir haben gemeinsam uns hier verständigt, dass wir dem Sport dankbar sind für die integrative Leistung, die sie vollbringen. Das Programm der Sportcoaches, Sport und Flüchtlinge, ist einzigartig in Deutschland. Andere gucken völlig verstört auf das, was wir hier hinbekommen. Wir tragen das in Brüssel vor, und die entsprechende Kommissarin sozusagen oder ihre Staatssekretärin ist begeistert von dem, was wir in Hessen machen und was es woanders in Deutschland überhaupt nicht gibt. Das Schwimmprogramm, ein solches Förderprogramm für die Sanierung von Schwimmbädern, ist einzigartig, meine Damen und Herren. Ich finde, das ist besser als nur, es läuft nicht schlecht, meine Damen und Herren, wirklich. Und selbst bei der Frage der Unterstützung der Kommunen, selbst dort, ich will die kommunale Debatte haben wir gestern miteinander geführt, aber den Punkt, den Herr Rudolph hier vorgetragen hat, den finde ich, den will ich zumindest dann noch einmal ins rechte Licht drücken. Kollegin Goldbach hat das auch schon einmal getan. Die Frage des Schutzes in der Verfassung, des Staatszieles, bedingt nicht, dass die Kommunen sozusagen fördern müssen, dass das sozusagen eine Geldzahlung auslöst, wenn in der Verfassung ein Staatsziel bestimmt ist. Umgekehrt ist es aber so, und jetzt sind wir wieder bei Einzigartigkeit. Wir sind diejenigen, die als Kommunalministerium unsere Kommunalaufsicht angewiesen haben, dass die Sportausgaben in einem bestimmten Umfang zu schonen sind, auch bei defizitären Haushalten. Das war unsere Leistung, ebenso einzigartig in Deutschland. Schade, dass die Chance vergeben wurde. Schade, dass die Chance vergeben wurde, meine Damen und Herren von der Opposition. Der Sport hat einen herausragenden Stellenwert in unserer Gesellschaft. Darüber sind wir uns einig. Das kommt in der Verfassung zum Ausdruck, aber es kommt eben auch durch eine herausragende Förderung des Sports im Lande Hessen durch diese Koalition und durch die Hessische Landesregierung zum Ausdruck. Der Sport, meine Damen und Herren, bringt die Menschen zusammen, und damit hält er die Gesellschaft zusammen. Und das ist im Grunde die herausragende Kraft, die der Sport in unserer Gesellschaft darstellt. Und unsere Aufgabe ist es, den Sport dabei zu unterstützen, nicht zu ersetzen. Wir müssen ihnen helfen, dass sie genau das machen, was sie aus sich heraus tun und tun wollen. Es geht ja nicht darum, dass wir hier eine Förderung machen und eine Dienstleistung bestellen. Der Sport leistet das, weil er Menschen eben zusammenbringt. Und unser Auftrag, unsere Aufgabe ist es, eine entsprechende Förderung und Unterstützung zu machen. Das tun wir mit diesem Programm, das wir heute zugegebenermaßen feiern. Ich finde, 48 Millionen €, die in den Sport geflossen sind, nur in diesem Programm, sind auch ein Grund zu feiern. Aber das lasse ich jetzt einmal sozusagen weg, sonst wird mir hier vorgeworfen, ich würde nur jubeln wollen. Das ist ein Teil. Wir fördern in die Infrastruktur der Vereine. Wir fördern auch in die Vereinsarbeit, meine Damen und Herren.
Wie wertvoll und wie wichtig sind mal hier 250 oder 350 € für einen kleinen Sportverein, um eine bestimmte Gruppe aufzumachen, die sich mit Kindern besonders, die sich um Kinder besonders kümmert, um Senioren besonders kümmert. All das leisten unsere Programme des Landes, um den Sport zu unterstützen, seine Kraft sozusagen zum Fliegen zu bringen. Dazu gehört die Anerkennung derer, die das leisten. Ja, eben, weil in unseren Sportvereinen in der Größenordnung von 200.000 Ehrenamtliche sich darum kümmern, dass der Sport betrieben werden kann, dass die Kinder angeleitet werden, dass die Sportstunde der Senioren stattfindet, dass die Übungsleiter da sind, dass die Vereinsvorstände arbeiten können. 200.000 Menschen, um die müssen wir uns kümmern. Da müssen wir versuchen, eine entsprechende Anerkennungskultur zum einen zu etablieren, auf der anderen Seite aber natürlich auch eine entsprechende auch individuelle Förderung hinzubekommen. Und das sind Übungsleiterpauschale, Ehrenamtspauschale. Das sind Punkte, die einfach wichtig sind, damit wir dem Sport helfen, dass er seine Leistungen für diese Gesellschaft auch wirklich erbringen kann, meine Damen und Herren. Wir haben gesagt, ich habe schon gesagt, eine Anerkennungskultur. Anerkennungskultur eben nicht nur in diesen Fragen, sondern auch von der Sportplakette bis hin zum Horst-Schmidt-Stipendium. Wir haben die Juleika, wir haben die Ehrenamtskarte, wir haben sogar in unserem hessischen Tarifvertrag einen Tag Sonderurlaub drin und aufgenommen für das Ehrenamt. Und, meine Damen und Herren, ich will noch einmal kurz auf das Thema Schule zurückkommen. Es waren ja letztendlich wir, die wir hier bei uns im Lande uns dieser Frage, wie ist denn diese Schnittstelle zwischen dem Nachmittagsunterricht und dem Sport hinzubekommen. Wir haben gemerkt, es ist nicht nur der Sport, es sind auch andere Ehrenamtsorganisationen. Es waren doch wir, die wir gesagt haben, lasst uns doch einmal zusammenkommen mit den Katastrophenschützern, mit den Hilfsorganisationen, den Feuerwehren und dem Sport in einer Runde, den Kultusminister mit dazu, und lasst uns doch einmal überlegen, wie wir das noch besser organisieren können. Das haben wir doch sozusagen gemacht, haben wir auf den Weg gebracht, eine solche Frage, uns da Untätigkeit vorzuwerfen, meine Damen und Herren, ist wirklich jenseits von dieser Welt, Herr Kollege Greilich. Und dann lassen Sie mich noch eines sagen, was mir außerordentlich wichtig ist. Wir haben die Autonomie des Sports zu achten. Wir stehen als Partner des Sports auf Augenhöhe mit dem Sport, der seine Angelegenheiten auch selbst regeln soll und regeln muss. Das anzuerkennen, ist nicht immer ganz einfach. Das sehen wir im Moment bei Debatten auf der Bundesebene zum Thema Leistungssportreform. Ich sage ausdrücklich, ich anerkenne diese Autonomie. Ich will mit dem Sport, und das ist sozusagen Geflogenheit hier bei uns im Lande Hessen, wird vom Sport auch entsprechend anerkannt, dass wir genau auf dieser Augenhöhe miteinander um die richtigen Positionen, die richtigen Fragen hängen, ringen. Sportland Hessen, meine Damen und Herren, ist auch dadurch, dass wir uns auf Augenhöhe uns mit dem Sport sozusagen auseinandersetzen, ist auch dadurch eine besondere Marke. Das Sportland Hessen ist eine Marke, die durchaus über das Land hinaus strahlt, meine Damen und Herren. Und dazu gehört, dass wir den Landessportbund entsprechend fördern. Das tun wir mit gut 20 Millionen € in jedem Jahr. Den Landessportbund aus Lottomitteln heraus, damit er seine Dinge ordentlich und gut regeln kann. Und wir sind sozusagen als Partner dann daneben, die dann auf die Vereine noch zugehen können und individuell in den einzelnen Vereinen und in die einzelnen Organisationen hinein noch unsere Förderung weiter ausbringen können. Und das tun wir, wie der Antrag darstellt, sehr, sehr erfolgreich. Die Zeit reicht leider nicht, um alle Facetten in der Sportpolitik, die wir seitens des Landes ansprechen, hier darzustellen. Deswegen, ich nehme das gerne hin, wenn wir uns vornehmen, dass wir häufiger hier über Sport diskutieren. Weil wenn wir häufiger über Sport diskutieren, dann könnten wir die Einzigartigkeit hessischer Förderpolitik in diesem Bereich noch weiter unterstreichen, z.B. bei dem Thema Inklusion. Wir haben mit unseren Aktivitäten
gegenüber dem Hessischen Behinderten- und Rehabilitationssportverband und zu Special Olympics, dem Blindenverband, haben wir Herausragendes in den letzten Jahren geleistet, von Unterstützungsaktionen bis hin am Ende dazu, dass wir im letzten Jahr extra Geld zur Verfügung gehalten haben, um in den einzelnen Vereinen eine inklusive Gruppe unterstützen zu können, um den Vereinen die letzte Sorge zu nehmen, dass man vielleicht nicht richtig miteinander umgeht und dass die Übungsleiter überfordert sein können, haben wir gesagt, dann nehmen wir ein paar Euros in die Hand, um jedem Verein zu ermöglichen, in seiner Abteilung eben auch ein inklusives Angebot zu machen. Das ist übrigens genauso einzigartig wie die Punkte, die ich eben vorgetragen habe. Meine Damen und Herren, Sportplan, ich komme sofort zum Schluss, Herr Präsident, komme sofort zum Schluss beim Thema Sportland Hessen bewegt. Sportland Hessen bewegt ist eine Frage, die den Gesundheitssport angeht. Das ist der Bereich innerhalb des Sports, der das größte Wachstum hat. Das ist auch klar, weil wir Menschen haben, die sich viel, viel länger im Sport bewegen, die wachsenden Angebote gerne annehmen, weil sie eben länger fit, länger gesund bleiben wollen, auch im Alter länger beweglich bleiben wollen. Und da haben sogar am Ende die Krankenkassen ein großes Interesse daran, dort mitzumachen. Auch das, ich will nicht sagen, es ist einzigartig, aber es ist ein genauso herausragendes Projekt wie die vielen anderen, die ich jetzt nur leider ganz untergeordnet ansprechen konnte. Meine Damen und Herren, ich freue mich darüber, wenn wir häufiger über Sport hier im Plenarsaal des Hessischen Landtages diskutieren, weil das Land Hessen, das Sportland Hessen, hat hier eine Menge zu bieten, worüber es sich lohnt zu diskutieren. Vielen Dank. Danke, Herr Staatsminister Beuth.